Hallo zusammen, heute gibt es mal ein Video zur Bildbearbeitung und zwar über das Fotostacking. Ich wurde jetzt mehrfach gefragt, hey du, in deinen Videos sprichst du immer von Bildern übereinanderlegen, zeigst aber nie genau, wie das funktioniert. Und so zeige ich heute mal meinen Weg, wie ich das dann mache, und zwar einmal manuell, dann automatisch und zum guten Schluss zeige ich dann auch noch eine Möglichkeit, wie man das in Luminar machen kann. Und das alles nach einem kurzen Intro. Bleibt dran! Willkommen zurück. Ja, was ist denn nun eigentlich Focus Stacking? Es lässt sich eigentlich ziemlich simpel erklären, und zwar ist das sind das mehrere Bilder, die in einem verschiedenen Schärfebereich aufgenommen wurden, die man dann später zusammenlegt zu einem Bild, um eine komplette Tiefenschärfe zu bekommen. Wie wir das machen, fange ich gleich mal an und zeige euch am besten am PC. Ja, ich bin jetzt hier in Lightroom und habe mir hier drei Bilder ausgesucht von der Fototour vom Geroldsauer Wasserfall. Das habe ich auch auf Video, falls sich's interessiert. Ich tue auf jeden Fall mal den Link hier oben mit einblenden, wo man genau sehen kann, wo und wie die Bilder entstanden sind, die wir jetzt auch bearbeiten. Gut, die drei Bilder hier habe ich mir farblich markiert, damit ich die besser auseinanderhalten kann von den anderen, weil ich weiß, das war eine Serie. Die habe ich hier mit einem 8er Fokus aufgenommen und einmal in der Mitte fokussiert, hier vorne fokussiert und im hinteren Bereich fokussiert. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Das Bild, in der Regel fange ich immer vorne an bei einer Serie, tue ich mit dem Vordergrund nehmen, dann die Mitte und dann den Hintergrund. Dann gucke ich mal, ob das auch so ist. Rein theoretisch müsste hier hinten das Bild richtig scharf sein. Ja, das ist es auch. Aber hier vorne komplett unscharf. Hier sollte man nichts groß erkennen. Ja, jetzt das zweite Bild hier ist dann von der Mitte. Das heißt, der mittlere Bereich von der Tiefe müsste da fokussiert sein. Und wenn ich hier gucke, ja, sieht man halt deutlich, hier ist es gestochen scharf. Hier müsste es auch noch alles scharf sein. Jawohl, passt. Hier auch. Und das dritte Bild ist dann meistens hier vom Vordergrund und das ist jetzt auch scharf. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt hier bei diesem Bild schaue und gucke hier in den Hintergrund, dann ist das komplett unscharf. Übrigens als kleiner Tipp, wenn ihr mal mehrere Bilder gemacht habt, könnt ihr euch ein Zusatzmodul für Lightroom runterladen. Das heißt Show Focus Point und mit dem könnt ihr dann genauer nachgucken, wo der Fokus gesetzt ist. Manchmal ist es ganz hilfreich. Ja, jetzt hier im Lightroom werde ich gar nicht groß was bearbeiten. Für mich ist es nur wichtig, die Bilder zu wissen mit ihrer Position der tiefen Schärfe. Wie jetzt das 25er, dass das im vorderen Bereich ist, das 26er in der Mitte und so weiter. Das Einzige, was ich vielleicht jetzt noch einstellen werde, ist die Objektivkorrektur. Die aktiviere ich mal und tue die auch gleich auf die anderen Bilder auch übertragen, dass die auch die Objektivkorrektur drin haben. Aber mehr an Bearbeitung mache ich jetzt hier gar nicht. So, ich gehe jetzt folgt vor. Ich habe ein Bild markiert, drücke die Shift-Taste und drücke das andere am Anfang, dass die ganze Serie markiert ist. Drücke dann mit der rechten Maustaste drauf und gehe zu Bearbeiten in. Und hier in den Unterpunkt in Photoshop als Ebenen öffnen. Wichtig ist dann, dass ihr nicht dann als Smart-Objekt oder in irgendeiner anderen Art und Weise öffnet, sondern wirklich nur als in Ebenen. Ja, und klicken mal los. Das war's schon. So, Lightroom exportiert nun die ganzen drei Bilder als jeweils eine Ebene hier in Photoshop. Es dauert einen kleinen Augenblick, aber in der Regel geht das recht zügig. Ich sehe schon, jetzt sind alle drei Bilder geladen und hier fällt mir gleich auf, dass das erste Bild an der obersten Stelle liegt.
Ich möchte es aber, dass es genauso aufgebaut ist auch wie mein Bild. Das heißt, ich möchte den ersten, das, wo der Fokus unten ist, möchte ich auch das Bild unten haben. Und wo der Fokus in der Mitte ist, dann das Bild in der Mitte und so weiter. Deswegen gehe ich her und verschiebe mir jetzt die oberste Ebene ganz nach unten, die mittlere Ebene, also die 26 in die Mitte und die 27 dann ganz nach oben. Gut, jetzt habe ich das soweit fertig. Nun muss ich aber hergehen und die Bilder trotzdem nochmal ausrichten, obwohl sie auf dem Stativ, also die Kamera stand auf dem Stativ und trotzdem, wenn man genau hinguckt, und man nur jedes einzelne Bild jetzt mal so durchklickt, sieht man, dass sich hier immer noch das ganze Bild ein bisschen bewegt und es nicht so hundertprozentig übereinander ist. Das entsteht dadurch, dass wenn man fokussiert, die Linsen sich dementsprechend einstellen. Das heißt, wenn ich einen ganz anderen Bereich vorne erstmal fokussiere und mache da ein Bild und dann ganz hinten verstellen sich die Linsen dementsprechend. Und um dieses auszugleichen, kann man das auch in Photoshop ganz einfach machen und zwar sogar automatisch und da braucht man sich dann später auch nicht mehr drum kümmern. Aber um das auszugleichen, markiere ich erstmal die erste Ebene, dann mit gehaltener Shift-Taste die letzte Ebene draufklicken und so markiere ich alle drei Ebenen auf einmal, gehe auf Bearbeiten und sage Ebenen automatisch ausrichten. Und hier kann man das einfach auf Auto lassen, drückt OK und Photoshop geht nun her und richtet die ganzen Ebenen automatisch aus, wie es das für richtig hält. Und in der Regel macht Photoshop da einen super Job. So, jetzt überprüfen wir das Ganze einfach mal. Wir klicken jetzt mal das mittlere Bild an, obere Bild, untere Bild und man sieht, jetzt bewegt sich da nichts mehr drin. Die Bilder sind jetzt optimal ausgerichtet und jetzt können wir anfangen damit zu arbeiten. Wenn man genau gesehen hat und jetzt nur das obere nimmt, sieht man, dass hier ein Rand ist, wo keine weiteren Bildinformationen da sind. Das kommt durch dieses Verschieben des Bildes. Da muss man sich jetzt aber noch keinen Kopf drum machen, das kann man nachher einfach wegcroppen oder automatisch ausfüllen lassen, dann ist das auch gut. Aber ich würde empfehlen, das später wegzukroppen. Das ist auch nur ein minimaler Bildverlust. Gut, aber jetzt für den Anfang lassen wir es erstmal so. Jetzt sind wir bereit und können anfangen mit dem Fokus-Stacking. Und da gehen wir wie folgt vor. Wir brauchen eine Ebenenmaske pro Ebene. Und diese Ebenenmaske bekomme ich, indem ich hier auf dieses Ebenenmasken-Symbol klicke. Und dann entsteht neben dem Bild nochmal so ein selbes nochmal in weiß. Und was das macht, ist ganz simpel. Alles, was in weiß ist, wird von dem Bild angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt das Bild hier in der obersten Ebene habe, liegt das komplett über den anderen. Also man sieht jetzt nichts von denen. Das heißt, ich kann die hier ausschalten, so wie ich will. Da ändert sich quasi gar nichts. Nur in diesem Randbereich, wo oben bei diesem Bild fehlt. Aber hier tut sich sonst gar nichts. Tue ich jetzt das aber umdrehen, das mache ich mit Steuerung I. Jetzt ist es schwarz alles. Jetzt sieht man überhaupt nichts mehr von dem Bild. Das heißt, ob ich das jetzt hier anschalte, ausschalte, spielt überhaupt keine Rolle, weil man einfach nichts mehr von der Ebene sieht. Und das machen wir uns zunutze. Wir wissen, was man hier mit weiß anmalt, oder was hier weiß ist auf dieser Ebene, das sieht man. Und alles andere, was schwarz ist, sieht man nicht mehr. Gut, und wir wissen, hier oben bei dem Bild wissen wir, dass alles im oberen Bereich hier scharf war. Und das wollen wir ja wieder haben. Also gehen wir her, nehmen uns jetzt einfach einen ganz normalen Pinsel, schauen, dass er mit der Farbe weiß ist. Übrigens kann man die Farbe wechseln, indem man X drückt. Dann kann man immer die Vordergrundfarbe ändern zwischen weiß und schwarz. Und so ist es besser, wenn man die weiße Farbe nimmt. Oder wir müssen die weiße Farbe nehmen, um uns jetzt hier auf dieser Ebenenmaske die scharfen Bereich wieder zurückzuholen. Bitte nicht die Ebene, nicht das Bild anklicken, sondern wirklich nur auf der Ebenenmaske malen.
Jetzt machen wir uns das Bild ein bisschen größer. Mit STRG Plus kann man in Photoshop das Bild größer machen, mit STRG Minus kleiner, mit STRG 0 sieht man das komplette Bild. Wir machen es jetzt ein bisschen größer und nun malen wir mit der weißen Farbe diese Bereiche an, die wir wieder scharf haben wollen. Dafür nehme ich jetzt einen Pinsel, mache ja, so von der Härte 85, also keine weiche Pinselspitze, damit wir dann besser die Ecken und Kanten malen können. Gut, und wenn man jetzt sieht, hier ist noch alles unscharf, wenn ich jetzt aber hier drüber male, wird es wie aus Geisterhand scharf. Und jetzt gehen wir her und alles, was wir denken, dass schärfer ist von diesem Bild, malen wir uns. Holen wir uns einfach wieder. Ich mache das jetzt nur ein bisschen grob. Es muss jetzt nicht hundertprozentig sein. Das dient nur zur Veranschauung. Aber man sieht deutlich, überall, wo ich jetzt hier mit dem Pinsel male, holen wir uns die ganze Schärfe zurück. Man kann es natürlich auch noch viel ordentlicher machen, aber ich denke mal, für die Erklärung sollte es ausreichend sein. Ja, so, bin mir nicht sicher, aber hier könnte es auch noch ein bisschen sein. Gut, wie gesagt, ich mache das jetzt nicht so ordentlich, weil das würde dann auch Zeit kosten. Aber im Großen und Ganzen passt das sogar schon. Gut, jetzt sind wir mit der obersten Ebene fertig. Jetzt machen wir dasselbe nochmal mit der mittleren Ebene. Wir klicken die Ebene an, machen uns eine Ebene-Maske. Alles, was weiß ist, sieht man. Und jetzt mal, lassen wir das auch auf weiß, weil alles, was bei der ersten Ebene weiß ist, ist hier von diesem Bild eh nicht zu sehen, weil das da drüber liegt. Dann können wir das auch weiß lassen. Und machen uns jetzt mit dem schwarzen Pinsel den Bereich hier vorne weg, weil der ja unscharf ist. Ja, der ist nicht so scharf wie bei dem anderen Bild. Und gehen jetzt her, stellen die Farbe um des Pinsels. Mit der X-Taste kann man die auf schwarz machen. Ups, hoppala, sorry. Und malen hier einfach den kompletten Bereich schwarz, den wir denken, dass der vom unteren Bild schärfer sein sollte. Wie gesagt, ich mache das jetzt nur grob, aber im Prinzip sollte das jetzt schon komplett fertig sein. Wir haben jetzt ein Bild, wo man von Anfang an von unten, ich muss mal hier ein bisschen nach, ja, von unten bis oben eine komplette Schärfe im Bild hat. Ja, das war ein Fokus-Stacking. Übrigens, die dritte Ebene müssen wir nicht extra nochmal maskieren, weil ja da die beiden drüber liegenden Ebenen, diese Teile sichtbar gemacht wurden, wo wir davon brauchen und überlagern ja die dritte Ebene. Man sieht nur das, was wir bei den anderen beiden Ebenen nicht maskiert haben. Gut, das Ganze ist natürlich ein bisschen zeitaufwendig und gerade wenn man mehrere Bilder hat, man muss das ja nicht nur mit drei machen, man kann das ja mit beliebig vielen Bildern machen, dann kann das Ganze etwas zeitaufwendig werden. Und wie man das automatisieren kann, das zeige ich euch gleich nochmal. So, als erstes lösche ich mal die Ebenenmasken. Die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Und selektiere mir gleich alle drei Ebenen wieder. Mache ich, indem ich die erste anklicke, dann die Shift-Taste, die unterste. Habe ich dadurch alle gleich selektiert. Gehe nun auf Bearbeiten. Gehe hier auf Ebenen automatisch überblenden. Jetzt geht ein kleines Fensterchen auf und hier habe ich die folgenden Möglichkeiten. Einmal Panorama oder Bilder stapeln. Panorama bräuchten wir nur, wenn man jetzt Bilder vielleicht nebeneinander hat, wo gewisse Bereiche nur überlappen oder oben, unten, also nicht, wo es in einem Stapel ist, wie das jetzt bei uns der Fall ist. Wir haben ja drei Bilder direkt übereinander gestapelt und so aus diesem Grund benutzen wir auch das Bilderstapeln. Dann hat man die Möglichkeit, die inhaltsbasierte Füllung anzuklicken. Und das ist dieser Bereich, den ich vorher meinte, durch das gerade Rücken der Bilder entsteht ja auch ein transparenter Bereich, wo die Linsenkorrektur gemacht wird, wenn das
verschoben wird, dass das wirklich übereinander passt. Und diese Bereiche werden dann von Photoshop automatisch ausgefüllt. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich crop's in der Regel lieber, aber das ist für jeden selbst die Entscheidung, wie er das am liebsten haben möchte. Gut, wir lassen das jetzt mal angehakt, drücken auf OK. Nun sucht Photoshop die schärfsten Bereiche raus, was er für richtig hält, was auf den Ebenen der schärfste Bereich ist, und maskiert die, so wie wir das vorher manuell gemacht haben, jetzt automatisch. So, Photoshop ist fertig. Jetzt haben wir gesehen, er hat jetzt hier die ganzen Ebenenmasken angelegt, wie wir das vorher auch manuell gemacht haben. Im Prinzip nichts anderes. Die untere Ebenenmaske, die bräuchte man eigentlich gar nicht. Ob die an ist oder aus ist, spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle, weil wir haben ja die anderen beiden Ebenenmasken oder Bilder, die oben drüber liegen, und alle Bereiche, wo man von dem Bild haben möchte, sind ja schon sichtbar und liegen über dem unteren. Also spielt es in dem Prinzip keine Rolle, ob das an oder aus ist. Durch die inhaltsbasierende Füllung hat uns Photoshop jetzt noch eine Ebene gleich angelegt. Und hier in dieser Ebene kann man jetzt gucken, das sind die Ränder, wo er dann automatisch ausfüllt. Ich finde, es ist jetzt nicht so gut gelungen, deswegen crop ich es lieber. Aber in der Regel macht der Photoshop schon einen guten Job. Normal sieht es kaum einer, aber ich bin eher der Mensch, der das croppt. Wenn man selbst croppt, einfach aufs Cropping-Tool gehen, dann quasi, kleines Raster, schiebt man sich das dann so zurecht, wie man es braucht, ein bisschen Rand weg, und ja. Tut sich das zurechtschneiden, jetzt nehmen wir auf die Schnelle, und hat dementsprechend dann diesen Rand nicht mehr oben. Gut, dann würde jetzt nur noch bleiben, die Bilder, also die Ebene nochmal alle zu selektieren. Altes Spiel, Shift-Taste, und dann rechte Maustaste drauf, auf Hintergrundebene reduzieren, und wir haben eine einzige Ebene, ein einziges Bild, mit dem wir jetzt komplett arbeiten kann. Und jetzt schauen wir mal durch, wie gut Photoshop da gearbeitet hat. Und fangen wir hier vorne an. Hier ist alles gestochen scharf, komplett scharf, bis oben hin. Also wir haben jetzt ein Bild mit einer kompletten Tiefenschärfe von unten bis oben, und haben unser Focus-Stacking fertig. Nochmal um Revue zu passieren lassen. Ebenen ausrichten und dann Ebene automatisch überblenden. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Ja, jetzt würde ich sagen, habe ich ja noch ganz am Anfang des Videos gesagt, ich zeige auch noch eine Möglichkeit, wie man das Ganze mit Lumina machen kann, weil es hat ja nicht jeder Photoshop. Natürlich ist das am einfachsten und am schnellsten und am effektivsten. Doch manche haben keine Lust auf dieses monatliche Abo, was ich auch verstehen kann, und haben nur ein Fixprogramm, mit dem ist das natürlich auch möglich. Ob es jetzt GIMP oder Lumina oder ein anderes Grafikprogramm ist, alle Programme, die ebenenbasiert sind, mit denen kann man auch sowas machen. Bei vielen ist es ein bisschen mehr Arbeit als bei anderen, aber wie das genau dann funktioniert, das zeige ich euch jetzt dann auch nochmal im Lumina. Als erstes ziehe ich mir mal ein Bild hier in Photoshop. Warum Photoshop? Ich habe hier das Lumina als Plugin laufen. Spielt aber gar keinen Unterschied, ob man es als Standalone-Version hat oder hier als Plugin. Ist genau dasselbe. Gut, dann man sieht hier, das ist das Bild, wo der vordere Bereich scharf ist und der hintere Bereich unscharf ist. Gut, das wollen wir auch komplett scharf bekommen. Gehe ich auf Filter, Lumina. Lumina braucht immer einen Augenblick, bis es aufgeht, aber es geht schon wesentlich schneller als früher mit Lumina 3 oder früher. Da hat es noch länger gedauert. So, jetzt haben wir unser Bild hier drin. Und jetzt hat man Folgendes zu tun. Hier rechts oben in der Ecke sieht man auch wieder zum Bilderstapel oder ein Stapel, und das sind Ebenen. Da klickt man drauf und dann sieht man unser Bild hier, das erste, der Wasserfall.
Und jetzt brauche ich ja auch wieder mehrere Ebenen. Also drücke ich auf Plus. Und hier gibt es den Punkt neue Bildebene einfügen. Nicht stempeln oder zusammenfügen, sondern wirklich neue Bildebene einfügen. So, dort werde ich mir jetzt das zweite Bild einladen. Das ist jetzt das Bild, wo der mittlere Bereich scharf ist. Und zusätzlich mache ich das nochmal, neue Bildebene einfügen und hole mir noch das dritte dazu, wo der Hintergrund scharf ist. Wenn man jetzt hier reinguckt, sieht man, das dritte Bild, was jetzt über allen anderen liegt, ist jetzt das, wo der Hintergrund scharf ist. So, von diesem Bild wollen wir ja natürlich nur den oberen Bereich wieder sehen. Also gibt es hier den Punkt Maske bearbeiten. Hier gehe ich jetzt auch auf den Pinsel. Bei der Deckkraft mache ich mal 100% und bei der Weichheit gehen wir mal ganz weit runter. Wir brauchen da auch keinen weichen Pinsel, sondern nur einen mit einer guten Härte. So, dass wir sehen, was wir auch malen. Also malen ist angeklickt. Dass wir auch sehen, was wir malen. Hier habe ich schon geklickt. Mache ich hier die Maskierung an und dann sieht man genau, was man damit anmalt. Und jetzt male ich hier ganz wie vorhin auf der Ebenenmaske in Photoshop. Male ich auch hier im Luminar quasi die Maske an, was ich dafür denke, was scharf ist. Es ist natürlich schöner, wenn man das oder einfacher, wenn man das mit dem Grafiktablet macht und dann wie mit dem Pinsel das malt. Kann ich eben auch nur empfehlen, sich mal irgendwann, wenn man sich damit mehr beschäftigt, auch ein Grafiktablet zu holen. Gut, ich mache es jetzt nicht ganz genau. Ein bisschen genauer noch. Ich würde noch die Größe des Pinsels immer kleiner machen, aber nur, dass das so in etwa wieder klar und verständlich ist, wie man das zu machen hat. Ja, ich denke mal, so ist es ganz gut schon. Und denke mal, das war's schon. Und ja, man kann es dann halt auch wirklich genau machen, braucht man aber nicht. Also ich mache es jetzt nicht, weil es geht hier nur ums Prinzip. Gut, die erste Ebene ist fertig. Dann klicken wir die zweite Ebene an. Und die zweite Ebene wissen wir ja, dass dieser Bereich hier nur der scharfe ist. Also machen wir dasselbe wieder. Maske bearbeiten, Pinsel, Deckkraft 100%. Und die Weichheit runtergedreht. Und malen uns diesen Bereich, wo wir jetzt für richtig halten, an. Sieht es ganz schön hier, wo ich dann die Schärfe wieder herhole aus diesem Bereich und malen wir das so zurecht. Dass man sieht, wo man gemalt hat, kann man hier die Maskierung anklicken und malt alles soweit zu. So, ich mache es jetzt im Groben und dann, wenn ich jetzt auf die oberste Ebene gehe und schaue mir dann das komplette Bild an und siehe da, unten ist scharf, die Mitte ist scharf und der Hintergrund ist scharf. Wir haben wieder ein komplettes Fotostacking gemacht, auch mit Luminar funktioniert es. Es ist zwar nicht so sauber und so hundertprozentig wie jetzt mit Photoshop, aber es funktioniert genauso. Jetzt können wir nur noch hergehen und auf Anwenden klicken und schon hat man dann auch das Bild mit einer kompletten Tiefenschärfe. Ja, jetzt hat Luminar das Bild fertig berechnet. Man sieht, es ist auch überall deutlich und scharf. Ist natürlich nicht so gut jetzt ausmaskiert. Ich habe hier noch ein paar unscharfe Stellen, aber das kann man dann auch richtig machen, wenn man es dann genauer macht und das funktioniert auch. Ja, das war das Geheimnis von Fokusstacking. Man sieht, es ist überhaupt kein Problem. Geht mit allen Tools und auch
relativ einfach. Wenn man mal das Prinzip kapiert hat, was man da machen muss, ist es gar kein Problem. Ja, ich hoffe, euch hat mein Tutorial etwas gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet oder auch unten den Subscribe-Button und die Klingel drücken würdet. Das wäre natürlich das Optimum. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.